Dieser Film zeigt, wie man in die Höhe einer Umlaufbahn kommt, wie man oben bleibt und wie man wieder herunterkommt. Hochkommen ist eigentlich gar nicht schwierig. Erdnahe Satelliten haben eine Umlaufbahn auf etwa 300 Kilometern Höhe. Verglichen mit dem Durchmesser der Erde sind sie also noch ganz in der Nähe. Oben bleibt man, wenn man sich horizontal schneller bewegt, als man runterfällt. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn du einen Stein parallel zur Erdoberfläche wirfst, dann fällt er in einem Bogen herunter. Wenn du stärker wirfst, dann ist dieser Bogen flacher. Wenn du den Stein mit etwa 30.000 Stundenkilometern wirfst, dann ist die Kurve flacher als die Krümmung der Erde. Der Stein oder Satellit bleibt also oben. Runterkommen ist dann wieder einfach. Man verlangsamt ein wenig und schon fällt man wieder auf die Erde zu, wie der Stein, der runterfällt. Mit rund 30.000 Stundenkilometern, weshalb es gut ist, dass man zuerst auf die Lufthülle trifft. Das rüttelt zwar und heizt auch auf, aber es bremst so weit ab, dass man ganz gemütlich unten ankommt.